Hallo und willkommen. Ich bin Winder. Manche von euch kennen mich vielleicht schon. Und ab heute werde ich wöchentlich jeden Samstag hier ein LOL Let's Play League of Legends online stellen, hochladen. Wöchentlich deshalb, weil, naja, es ist ja doch immer wieder dasselbe und auf Dauer wird es langweilig. Deshalb mache ich das wöchentlich, eine Folge, das hat 52 Folgen pro Jahr. Ich denke, da wird es nicht so langweilig. Vor allem, da es ja also im jetzigen Moment drei verschiedene BGs gibt, also Battlegrounds, Classic 5-5, Classic 3-3 und Dominion 5-5. Und wenn ich da auch ab und zu mal wieder einen Champion wechsle, ist es doch ab und zu mal dasselbe, was anderes, nicht dasselbe. So. In diesem Spiel hier, manche haben es von euch haben es vielleicht schon gesehen, ich spiele hier die Valkyren-Leona, Winner 90. Ich spiele hier als Tank. Momentan, also das Spiel hier jetzt ist ein 5-5 Classic, also eine Kluft, ein Kluft der Beschwörer. So, dann skimmen wir mal Schild des Tagesanbruchs. So. Und als Tank machen wir ja nicht so viel Geld, deshalb kaufe ich mir immer zuerst so Gold-Items. Geht jetzt natürlich nicht ganz, ich kann vorerst bloß Die Sonne geht immer wieder Rubinkristall auf. kaufen. Aber 350 Gold noch, dann fahre ich den ersten. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Bleib auf der Hut. So. Schauen wir mal. So, wer ist denn eigentlich bei mir? Ich bin unten, also Bot, und die Vayne ist, glaube ich, mit mir. Aber jetzt helfen wir erstmal dem Katzix hier, dass er Blue kriegt. Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. So, die sagen gerade, die haben kein. Weiß nicht, ob ihr das bei YouTube lesen könnt, keine Ahnung. Die sagen gerade hier, jetzt ist es weg. They have no range AD, also die haben keinen Fernkämpfer, der normalen Schaden macht. Das wird also easy für Bots. Wir sind Bots. Also wird's leicht für uns. Aber wir sollen trotzdem vorsichtig sein. Aber jetzt warten wir erstmal, bis hier der Blau hier erscheint. Die Der Vasallen Blue. sind erschienen. Ich glaube Steingolem heißt der. Sehen wir ja gleich. Seine sind schon erschienen, ihr müsst also gleich spawnen. Die Mobs da oben sind schon gespawnt. Ahri und Vayne gehen auch schon mal in Position. Da ist er. So. Gehen wir mal schöne Kanne auf den drauf. Halbes Leben ist eh schon weg. Immer Wasser. So, jetzt bedankt, dass ich das mit dem geholfen haben. Ich schau mal noch. MP, no problem hin. Jetzt gehen wir der Vayne helfen. So, der Nocturne ist unten. Weiß nicht, gibt noch einer unten. Oh, ja. Der Brand ist unten. So, nicht wundern, der ist gerade. Ich musste eben meine Maus gut putzen. Die spinnt ab und zu mal. Rutze, fix. Dieser Ice Ray Brand hier, der geht mir auf die Nerven. Der steht da drin. Ich darf nicht fallen. So, jetzt als nächstes machen wir hier Eclipse. Aber ich glaube, wir schreiben jetzt kurz BB. Weil ich nicht heilen muss, haben wir nur noch 200 Leben, der auch nur noch. Ich hoffe, die killen die Vayne nicht. So, wieder volles Leben, dann latschen wir wieder daher. Zweimal S. Ah ne, ah, doch. SS, zweimal. Mitte ist aber wieder da. Ja, von wegen, das wird leicht für uns, denn die haben trotzdem Fernkampfangriffe.
Die haben wir noch nicht. Erst mit Zenithklinge. Die Wind hat sich halt und die kauft Sichtkraft. Das ist cool. Naja, ich kann nicht mit nichts mit Heiltränken anstellen. Weiß nicht wieso, aber die sind irgendwie nichts für mich. So, schauen wir mal, vielleicht gehen wir noch zu einem Killen. Ach, das war Brand. Und tot, erstes Blut. So, gestunt, Schild auch noch an. Aber das wird jetzt zu viel. Fast ein Schuss. Das erste Licht dämmert. Ein Verbündeter wurde getötet. So, jetzt haben wir endlich die Zenithklinge. Befördern. Befördern ist übelst hilfreich im Early Game. Also in den ersten paar Minuten. Weil es ja doch ziemlich nach vorne treiben kann. Und selbst im späteren Verlauf, es gibt da welche, die behaupten permanent und immer wieder und ohne Beweise oder vielleicht haben sie auch Beweise, keine Ahnung, dass Befördern überhaupt nichts bringt. Aber ich finde, es bringt was. Sogar im Late Game noch was, denn besonders im Late Game, da rennt man jetzt down zu 5 rum, da dorthin, mal top, mal bot, mal Mitte, meistens Mitte. Aber da rennt man dauernd zu 5 drum. Und jetzt muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren, das macht das Quatschen schwer. Also da rennt man dauernd zu 5 drum und dann sind ein oder zwei Lanes oftmals unbeaufsichtigt. Und besonders dann ist Befördern geil, denn du beförderst dann eine Base kurzen Typen. Na toll, Hinterhalt. Wir hauen mal ab. Wen haben sie schon gekillt? Nicht, dass wir uns auch noch killen. Kurz Klipse. Loreich. Ah ja, dann sind ein oder zwei Lanes unbeobachtet. Dann beförderst du eine Base hier mal kurz so ein Vasallen, Beförderungsvasallen. So, jetzt haben wir unser erstes Gold-Item. Ich kaufe mir immer gern zwei. Okay, Anhänger der Genesung reicht noch nicht. Ich werde euch und dann rennt der da durch die ganze Zeit, killt die ganzen Vasallen, das bringt also viel Gold schon mal. Und dann killt er hier den Turm, wenn er noch tot ist. Dann erstmal bemerken die, hoppla, da ist ja was auf der Lane. Obwohl er gar kein Champion war. Und wenn sich keiner drum kümmert, dann killt er den zweiten Turm auch noch. Weil denen ist das scheißegal. Die denken, ach, der wird schon gekillt. Von den Türmen oder von den Vasallen. Und dann wird, aber der ist ein beförderter Vasall. Ist, wenn er geskillt ist vor allem. So übermächtig, dass die Türme oder Einheiten die nicht killen können. Also ist dann übelst geil. Also, wie gesagt, dieser Beschwörer befördern, der wird vollkommen unterschätzt, meiner Meinung nach. Und wir können es auch gleich wieder befördern. In 3 Sekunden. 2, 1 und befördern. So. Ja, na toll, der trifft mich natürlich. Seht ihr das, wie lange die da brauchen? Selbst mit Turm und brauchen die übelst viel lange. Aber jetzt greift uns der Turm an, das ist scheiße. Jetzt haben die den erst gekillt, habt ihr das gesehen? Skillen wir mal Ellipse. Na, Eklipse, nicht Ellipse. Leben wir ein bisschen länger. Mir fällt gerade auf, der Brand ist weg. Schreiben wir mal kurz. Es ist Brand. Oh, da kommt er wieder. Hey, Brand. Dann greift man Nocturne an. Der ist tot, jetzt killen wir noch einen Brand. Ist auch tot. Perfekt.
Jetzt hat er den Sonneneruption-Skill. Aber jetzt. So, jetzt porten wir uns mal zurück. 500 Leben nur noch und wir haben 1110 Gold, die wir ausgeben können. Stein der Weisen. Jetzt haben wir 2 Gold-Items. Für mich reicht es oft als Tank. Darum schaue ich jetzt immer, was haben wir denn? Und mal Schuhe brauchen wir. Hier die Laufstiefel. Basis für alle Stiefel, die kann man sich immer kaufen, auch wenn man noch nicht weiß welchen. Und als Tank muss man immer darauf aufpassen, braucht man Schuhe für die Magieresistenz geben, also die Merkel-Schuhe, oder braucht man die Ninja-Tabby, die geben Rüstung und reduzieren 10% des normalen Angriffsschadens. Das ist auch voll geil. Vor allem im Late-Game. Und dann schaue ich immer gern so, auf was sind die Skills. Hier, die Syndra da. Die ist auf Fähigkeitsstrecke, Brand natürlich auch. Nocturne auf normalen Schaden, Riven normaler Schaden, Rinder mehr auf normalen Schaden. Weil es gibt da Klassen, bei denen meint man immer, ja, die sind auf normalen, die sind auf normalen Schaden und dann haben sie aber auf Magieschaden manchmal. Also es gibt Klassen, die können beides skillen, da muss man dann immer nach den Items schauen. Darum schaue ich überhaupt nicht mehr nach der Klasse, sondern immer nur nach den Items während dem Spiel. Auserwählte der Sonne. Da ist auch gar keiner mehr drin. Und ja, wir haben hier jetzt dreimal. Die Sonne geht immer wieder auf. Dreimal normalen Schaden, das heißt, ich kaufe mir die Ninja-Tip. Oh, verdammt. Das heißt, ich kaufe mir die Ninja-Tabby. Ich glaube, ich lasse das lieber und hau ab. Immer gegen 4. Das erste Licht. So, das war jetzt natürlich fail von uns. Keine Ahnung, ob die uns getötet hätten, wenn wir da geblieben wären. Oh, die killen uns auch so. Scheiße. Das war natürlich übelster Fail. Zweimal hintereinander. Ninja Tabby wollte ich mir kaufen. Hier sind sie. Die Rüstung geht schon mal. Was brauchen wir jetzt noch? 200 Gold, glaube ich. 200 Gold, dann können wir uns Ninja Tabby selbst kaufen. Naja. Mörder Nocturne. Na toll. Hätte uns das jetzt den Ninja Tabby schon mal was geholfen. So, latschen wir wieder runter. Yeah, wir haben den Turm zerstört. Hier. Yeah. Was mir gerade noch so einfällt, ich werde die Videos nicht schneiden, aber als Teile rausbringen. Und ich werde jede Woche ein komplettes. Also es hat jetzt gerade nichts mit diesem Spiel zu tun, sondern allgemein. Ich werde jede Woche ein komplettes Spiel rausbringen. Und wenn das in einem 20-Minuten-Teil oder maximal 25 Minuten nicht reingeht, dann werde ich das in Teile schneiden. Also gibt's dann, was weiß ich, League of Legends, Let's Play League of Legends Nummer 1, Teil 1 und 2 oder sowas. Wenn die ist da. So. Scheiße, jetzt haben wir die beide gegen uns. Na toll, verängstigen auch noch. Dann können wir es wenigstens noch schön ein bisschen ärgern. Ja, jetzt können wir uns die Ninja Tabby kaufen. So, das sollte erste Items, also richtige Item eines jeden Tanks sollten immer Schuhe sein. Das zweite Item, natürlich etwas für Leben, und da bin ich ein Fan von Warmox Rüstung im Classic Game zumindest, weil es gibt da fast 1500 Leben, dieses eine Rüstung, plus, ich glaube 40 Lebensregeneration waren es insgesamt. Ja, 40. Und es ist schon geil. Wobei die Riot tendiert momentan ja dazu, das hier bei Leben pro Sekunde
machten die gerade einen Wechsel von Leben alle 5 Sekunden anzeigen zu Leben pro Sekunde anzuzeigen. Und das haben sie bei den Items noch nicht gemacht. Da ist immer noch Leben alle 5 Sekunden angezeigt. Im Tooltip. Ich sehe gerade, wir können wieder befördern, aber uns fehlt der Beförderungsvasal. So, go, wir wollten den Teil machen. Aber da ist gar keiner mehr da. Hä? Ich seh geil, die Riven ist ein Playboy Riven. So, was die Riven jetzt wo? Die Wayne gerade war, keine Ahnung. Ich werde ihre Linien durchbrechen. Blutrausch. Ich werde übrigens auch nicht mehr, auch so allgemein, nicht mehr direkt im Ladebildschirm starten, nicht mehr im Ladebildschirm starten, sondern direkt im Spiel, also wenn es anfängt. So, der ist wahrscheinlich in der Mitte jetzt. Ja. Und wir halten uns da Bot auf. Ich darf nicht fallen. So, schauen wir mal, dass wir den hier stunnen können. Scheiße. Nein! Ja, fuck. Jetzt ich sagen auch, wir sollen uns zurückziehen. Ja, na toll, Nocturne auch noch. Schön gestunt, da kann die Ari ihm Schaden zufügen. Jetzt kommt da die Riven daher, dann kümmern wir die. Ja, haben wir da mal ab. Wir haben eh schon ziemlich einen Schaden. Die Ari needs blue. Dann helfen wir ihr halt schnell. Ich werde euch beschützen. Die Riven hilft ihr auch. Und dann gehen wir halt schnell Mitte. Keine Ahnung, wieso ich da jetzt noch ganz hinten mit zu gehen. Ach, kommt sie! Da waren wir doch gerade eben. Nein, jetzt haben die den gekillt. Und auch noch volle Kanne daneben. Jetzt können wir befördern, jetzt hat er wieder Leben. Hauen wir mal ab hier, die killen uns. So, jetzt haben wir die Riven reingelegt und sie killt uns trotzdem. Ja, aber jetzt haben wir dann wieder mehr Leben. Wir haben jetzt den Gürtel des Riesens. 2259 Leben. Jetzt bin ich schon dreimal gestorben. Wirklich nicht gut für den Tank. Oh, der Kha'Zix ist schon sechsmal gestorben. Und das als Jungler. Die Vayne schon viermal. Riven und Ari zweimal. Ein Gegner wurde getötet. Da gibt es schon. Euer Team hat einen Turm zerstört. Geil, Turm zerstört, da können wir uns gleich mal Rubinkristall hinterher kaufen. So, befördern haben wir nicht, dann gehen wir jetzt zu den anderen, gehen wir einfach mal Mitte. Kommen da auch alle Mitte? Kommen da auch alle Mitte? Eigentlich heißt es ja, die kommen auch alle zur Mitte. Da merkt man schon, wie eingespielt ich bin, ich lasse die Hälfte des Satzes weg, weil es mir egal ist. Ja, kommt's her, die machen da Teamfight und ich bin noch nicht da.
Yari macht den Schaden und ich stunne die anderen. Das ist doch mal perfektes Team. Team. Keine Ahnung. Wie ist das? Egal. Bastard auf jeden Fall. So. Ja, haben wir jetzt in 50 Sekunden wieder befördern. Das heißt, in 50 Sekunden ungefähr sollten wir uns wieder zurückporten. You know, go in earlier. Wow. Verdammt, die wollen uns eine Falle stellen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Vor allem, wenn wir nur drei sind. Jetzt haben wir befördern, aber mit so wenig Leben will ich nicht zum Turm gehen. Ah, fast, der ist zu schnell. Oh, ich sehe gerade hier kämpfen. Ach, der killt den so oder so. Scheiße. Jetzt haben wir die gegnerische Riven gekillt. Dann killen wir jetzt noch den Brand. Oh, jetzt haben wir aber fast tot. Mist, jetzt hat mir der Doc das Teleport nachgebrochen. So. Jetzt haben wir hier den Anhänger der Genesung. Jetzt brauchen wir nur noch 380 Gold für Warnungsrüstung. Befördern haben wir auch übrig. Schauen wir mal. Ja, der nächste, das nächste hier könnte jetzt ein Belagerungsversal sein. Nein, erste, übernächste. Dann befördern wir ihn eben in der Mitte. Ist eh erst Midgame.